So, meine lieben Liebenden, wir sind zurück. Eine neue Folge von Adi und der Adventskalender. Da muss ich sagen, da kommt der Adi gleich angesprungen. Ich habe heute schon eine Folge gedreht. Das war das gute Weizenbock mit 9%. Aber weil ich ein paar Tage nicht da bin, muss ich vorproduzieren. Das heißt, ich muss mehr Bier trinken. Das ist der Adi, guckt ihn euch an. Wie er lebt und lebt. Adi, du bist aber heute wieder gut drauf. So, wir wollen ja nicht die ganze schöne Stimmung kaputt machen. Deswegen werde ich jetzt erstmal Adi seinen Kalender holen. Er hat bis heute noch nicht gekotzt. Das freut mich sehr. Vielleicht macht das jetzt, wenn wir zwei Videos drehen. Wir haben letztens die Türchen Nummer 8 aufgemacht. Müssten jetzt also bei Türchen Nummer 9 sein. Ach so, hier. Genau hier auf der Weihnachtskugel habe ich das nicht gesehen. Türchen Nummer 9 vom Zoo Royal Kalender für die Katz. Hast du überhaupt noch Hunger, Adi? Das heißt ja, wenn er in die Tüte beißt, ist das immer ein gutes Zeichen. Wieder ein Tütchen Trockenfutter für die Katze. Ich denke mal, weil wir in der 8 Spielzeug hatten bei dem anderen Kalender, wird sicherlich heute auch wieder Essen geben in dem anderen Kalender, dass er da ein bisschen Abwechslung hat zu diesem normalen Trockenfutter mit seiner Schweinenase. Adi und die Schweinenase, jetzt neu. Eine Geschichte für Jung und Alt. Den stellen wir ab. Den holen wir hoch. Hier müssen wir jetzt auch die 9 finden. Die auch ungefähr auf gleicher Höhe ist. Und das kann doch nicht sein. Ich sehe jetzt schon, da ist auch Spielzeug drin. Adi, das heißt, du musst gar nicht so viel essen. Was ist das denn? Eine Maus? Eine Minzmaus, Katzenminzmaus, also das nimmst du hier raus und hast hier eine Maus mit blauen Ohren, mit Federschweif, was bestimmt, weil es Katzenminze ist, minzig riecht, oder? Riechst du da was? Riech mal an der Maus direkt, nicht am Federschweif nur, ist das jetzt gut oder schlecht? Hast du gerade einen Mund auf, Adi? Sollen wir es dir mal auf den Kopf setzen? Adi, Schatz, guck mal, die Maus ist da. Die Maus ist da. Wir tun die mal dahin. Wir tun die nicht. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Die sieht auf jeden Fall aus, als würde die halt aus lauter gepressten Kräutern bestehen. Ich lege sie einfach hier rein. So. Was du damit machst, ist jetzt dein Bier. Die ist auf jeden Fall total steif. Eine steife Maus für zwischendurch. Ich weiß nicht, kann man Katzenminze eigentlich essen? Die schnüffeln ja immer da dran rum und drehen total durch. Meistens ist die Katzenminze ja in irgendwelche Sachen reingearbeitet, eingeschlossen in einem Kuscheltier oder so. Also die Maus bis jetzt findet er auf jeden Fall sehr spektakulär, wie ich das sehe. Aber wenn du das Kuscheltier aufreißen würdest, würdest an die Innereien kommen mit der puren Katzenminze. Ist das nicht zu viel? Ist das nicht too much? Dreh die Katze da nicht durch? Das ist die Frage, die ich mir stelle. Das, da ist bestimmt, wenn er da dran rumknubbert, geht alles ab. Die Maus wird sicherlich nicht lange überleben. Oder sie überlebt uns alle. Oh, jetzt habe ich den Fall wie Shenaya bei ihrem Kalender, als sie die dicke Flasche Olivenöl hatte, dass die Flasche viel größer ist als eigentlich das Türchen und man da schon Gewalt anwenden muss, dass man das rauskriegt. Wir haben jetzt hier eine extrem komische gebogene Flasche. Wildbräu Grafing Landpilz nach alter Brauherrenart. Da ist auch ein Bär drauf. Urbayerischer Biergenuss. Da ist ein Bär mit einer Mistgabel. Wildbräu Grafing Pilz, gebraut nach dem bayerischen Reinheitsgebot von 1516. Seit 1060. Das heißt, wie geht das? Ist wieder die Frage des Tages. Das gibt's schon seit 1060, aber ist gebraut nach dem Reinheitsgebot von 1516. Wenn das Reinheitsgebot erst 500 Jahre später erfunden wurde, was haben die denn 500 Jahre davor gemacht? Ohne das deutsche Reinheitsgebot gebraut, oder wie?
Oder haben die schon danach gebraut, obwohl es es noch gar nicht gab? Hinten steht auf jeden Fall Pilz Breukobanian Wild 1840 bis 1901. Erfolgreichster Bräu, Bürgermeister und treibende Kraft des gesellschaftlich-kulturellen Lebens in Grafing. Ihm verdankt die Brauerei, in der dieses Pilz hergestellt wurde, ihren Namen. Prost, ihr Bräu zu Grafing. Da ist auch ein Bild drauf. Ein Herr mit einem Schnauzer. Das ist also ein richtig edles, traditionelles Pilz. Ich mag die Flaschenform nicht. Sieht aus wie so eine Stabgranate. Ich finde dieses Etikett, das ist schon wieder so richtig altes, babbiges Papier. Es passt eigentlich dazu, was es ist. Sehr edel, alt, historisch auf jeden Fall. Aber wenn das so im Laden steht, wäre mir das schon wieder zu edel, zu historisch, zu alt. Was Spritziges, Junges. Ist auch an sich schlicht, ist halt ein Bär drauf mit einer Mistgabel. Ich würde hier für 2 von 5 Punkte vergeben für das Etikett. Das ganze Teil hat 4,8%. Wir machen es jetzt mal auf. Die Maus liegt immer noch hier mit ihren blauen Öhrchen. Riecht irgendwie wie Petersilie. Wir machen es jetzt mal auf. So. Versuchen es jetzt in einem Wisch natürlich in das Bierglas zu füllen. Wir gucken wieder hier rein. Gucken, ob das funktioniert. Letzten Mal hat es nicht ganz gepasst, da habe ich sogar vergessen, den Rest auszutrinken, als das Video dann zu Ende war. Hier klappt das sehr gut. So, jetzt ist das ganze Bier im Glas. Das ist eigentlich mein Ziel. Dafür gibt es halt keinen Schaum, den ihr bewerten müsst. Aber ich bewerte ja sowieso in erster Linie immer gerne die Farbe. Das ist auf jeden Fall ein glasklares Bier. Ihr könnt da durchschauen von hier bis zum Mond. Könnte ein bisschen kräftiger sein von der Farbe. Das heißt 3, 4. Obwohl, das sieht so blass aus. Das ist so blass, das ist mir zu blass schon. Da kann ich keine 4 geben. Ich finde es toll, dass das super klar ist, ja. Das ist so ein klares Bier. Das sieht aus wie eine, wie irgendwas anderes. Auf jeden Fall perlt es. Hab's schon mehr Perlen sehen damals. Kräftiger könnte es sein, trotzdem ist es mega klar, ich würde hier eine gute 3 geben trotzdem. Eine gute 3, eine gute, eine sehr gute 3. Dafür ist es mir halt leider alles viel zu blass, viel zu, da fehlt die Kraft in der Farbe. Kommen wir mal zum Geruch ohne Schaum, der sich dann nicht in die Nase setzen kann. Also ihr riecht auf jeden Fall was. Es ist nicht neutral. Das, was man riecht, wird eine sehr leichte, zarte Biernote sein. Aber ich würde trotzdem bei 3 Punkten bleiben, weil so hell und so hell wie das ist, so unspektakulär, so hell ist auch irgendwie der Geruch. Du merkst, da ist was, aber das ist auch so direkt wieder verflogen, dass du eigentlich den Geruch gar nicht richtig beiwöhnen kannst. Würde Geruch also auch eine 3 geben. Der Geruch ist da, also riecht nicht schlecht, aber riecht halt jetzt auch nicht besonders. Trotz Geruch bleibt es bei einer 3. Machen wir mal die Kostprobe. Schmeckt gefühlt wie fast jedes andere Bier, was du hier im Rewe kaufen kannst. Wahrscheinlich, weil es halt einfach ein Pilz ist und keine besonderen Sorten wie Pale Ale oder Weizenbock oder sonst was oder hin und her. Es ist halt einfach Pilz und deswegen ist das ein sehr bekannter Geschmack. Ein Geschmack, den man eigentlich gefühlt fast immer hat. Hat sogar ein bisschen was vom 5.0er Dosenbier, obwohl das Export ist. Hat das trotzdem mehr 5.0er Dosenbiergeschmack als alle anderen, die wir bisher hatten? Boah, Pilz. Ja, ist das jetzt gut, ist das jetzt schlecht?
Also schlecht schmeckt es nicht. Es ist auf jeden Fall nicht herb. Es ist nicht bitter. Es ist nicht eklig. Es liegt nicht schwer im Magen. Es ist aber auch nicht zu leicht. Es hat dadurch dieses Pilzige, was halt so ein bisschen präsent ist, würde ich sagen. Macht es auf jeden Fall im oberen Bereich ansässig. Ich nehme mal noch einen Schluck. 3 ist zu wenig. 4 ist wahrscheinlich drin. 5 wäre vielleicht zu viel. Da muss ich nochmal testen. Es hat einen ganz kleinen Anteil einer Note drin, die mich ein bisschen stört beim Trinken, was so ein bisschen wie so ein Brennen verursacht, was auch ein bisschen säuerlich daherkommt im oberen Bereich. Das würde die 5 wahrscheinlich verhindern, aber es trotzdem noch richtig gut trinkbar ist und vollmundig im Geschmack. Ich würde also eine 4 geben. Geben wir eine 4 auf dieses Wildbräu-Pilz. Und dann würde ich sagen, war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.